Hey Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Nico. Ich mache ein neues Video über Cannabis. Ich hatte jetzt gestern ein neues Video, also mein erstes Video hochgeladen zum Thema Cannabis, also mein erstes Video. Und ich habe schon mal einen Hate-Kommentar bekommen, auf alle Fälle. Ich habe es aber nicht lesen können, weil es irgendwie ein bisschen rumgespackt hat. Ich kann es gerade nicht auf YouTube aufrufen, also ja, unter dem Video. Und wäre toll, wenn du das Video siehst, dass du mir den Kommentar nochmal schreibst. Vielleicht kann ich mich dadurch entwickeln und verbessern. Hate-Kommentare gehören zu Kommentare. Das wäre auf alle Fälle nice, wenn du mir Tipps geben könntest, wie ich alles verbessern könnte. Ich habe ein paar Sprachfehler, das habt ihr vielleicht in dem letzten Video mitbekommen. Liegt aber nicht daran, dass ich schlecht Deutsch kann. Ich bin einfach ziemlich nervös vor der Kamera und das ist einfach, ja. Und ich wollte heute über das Thema Homegrowing reden. Und ich habe damals auch angebaut. Das finde ich rendiert sich eher, weil zum Beispiel, also bekommst eigentlich auf der Straße kein reines Gras mehr, so gesagt. Du bekommst eigentlich bloß noch gestreckte Scheiße. Hin und wieder bekommst du noch was Gescheites, ungestreckt. Aber ja, und ich habe zu Hause, nicht zu Hause, sondern mal wo angebaut, das sage ich jetzt nicht. Und da habe ich halt immer von Cannabisblüten die Samen rausgetan, dann hab man sich etwas gespart. Einmal Cannabis kaufen, hast du vielleicht ein paar Samen drin, kannst du einpflanzen, passt perfekt. Und ja, darüber wollte ich heute reden. Und so schaut eigentlich, wenn man es sieht, Moment, Licht. Das ist ein Cannabis-Samen. Und ja, der wird halt eingepflanzt unter Bedingungen, die was eigentlich bisschen spezieller sind als bei anderen Pflanzen zum Beispiel. Zum Beispiel, du brauchst für zu Hause eigentlich immer ein Licht, also was ziemlich warm werden könnte eigentlich, so bis wenn du bloß eine Pflanze anbaust, brauchst du circa vielleicht 240 Watt Birnen oder so. Ist perfekt eigentlich für eine Pflanze. Oder du kannst auch zwei Lampen nehmen, die bringen auch so viel Wärme eigentlich. Ein Ventilator, weil die Cannabispflanze braucht auch Luft. Und du musst sie eigentlich so gut wie jeden Tag gießen. Also es ist halt auch eine gewisse Verantwortung zu der Cannabispflanze da. Wie jeder anderen Pflanze auch, aber es ist halt ein bisschen andere Umstände und es wäre halt Vorteil, wenn du in einer Wohnung wohnst, dass du halt so eine Homegrower, ja, Kabine kaufst, so gesagt. Da gibt es nämlich solche Headshops und da kannst du dich ausrüsten für Homegrowing. Also da gibt es halt Lampen und so weiter. Also diese Kabinen, die Lü Belüftung, also alles. Da bekommst du alles. Ja, und das ist halt eigentlich ein bisschen vorteilhafter, weil erstens die Cannabispflanze wächst schneller. Und zweitens, der Geruch kommt nicht so verteilt im Haus oder ja, wie soll ich sagen, in der Wohnung oder im kompletten Stadtviertel oder sonst irgendwas, ja. Und ja, eine Cannabisblüte kostet ja eigentlich 1 Gramm so eine normale 10 Euro. So 1 Gramm normales 10 Euro, so ist das Hartiefer. Ganz normales Sativa bekommst du 1 Gramm für 10 Euro. Bei Haze-Sorten so bekommst du es eigentlich erst so ab 15 Euro. Außer dein Dealer ist korrekt und da gibt es für 10. und sorry für die Aussetzer hin und wieder. Ich bin einfach vollkommen ungeübt. Ich mache das jetzt zum zweiten Mal. Ich habe schon vorher einen YouTube-Kanal gehabt, aber der war auch scheiße und ich will mich jetzt ein bisschen anstrengen und ja, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt oder sonst irgendwas zum Thema Cannabis-Aufklärung oder sonst irgendwas, worüber ich noch reden könnte, über andere Drogen oder sonst irgendwas, ja,
Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst mir gerne ein Like da. Abonniert mich hier unten. Wäre voll nice. Und dann tschüss.